das Q&A zu machen, habe auch schon ein Video fertig. Das wird jetzt wahrscheinlich, ich wollte es eigentlich am Wochenende hochladen, aber ich werde es am Montag hochladen. Denn es kam heute, ich habe tatsächlich, weil ja, wie ihr wisst, alles ausprobieren, was bei Temu bestellt. Und da dachte ich mir, hey, dann machen wir doch einen hochkompliziert. Von überzeugt, weil die wirklich dicken Pinsel gar nicht reinpassen. Ich zeige euch mal, wo ich sie jetzt stehen habe. So, hier, das jetzt ist mein ganzes Gelärsch. Und ja, aber ich bin da jetzt nicht so unter zeigt, ob das toll aussieht. Wie gesagt, die Dicken passen noch gar nicht rein. Ich zeige es euch mal. Naja, ich schau mal. So, da bin ich mal gespannt, wie die Qualität ist. Wahrscheinlich ist sie ganz erbärmlich und ich ärgere mich, aber ich wollte es trotzdem gerne ausprobieren. Ich habe mir noch neben Lego gekauft. Sehe ich gerade. Oder ist das nicht? Ist egal. So. Die habe ich mir gekauft. Die haben mich angelächelt. Ich gehöre zu den großen Lego-Fans.
Sachen, den Star Wars-Folgen aufgebaut und so Sachen. Das wird schon. Genau, und ich hatte mir von Lego letztes Jahr einen Bonsai gekauft, den habe ich nie aufgebaut. Sehr, sehr mild. Ach, Schreck. Guck mal, das sind ja ganz kleine Mini-Teile. Die sind sehr, sehr mini. Ich dachte, die Teile an sich wären ein wenig größer. Also wirklich wie Lego. Seht, das war meine Demo-Bestellung. Ich bin gespannt, wie es sich zusammenbauen lässt in dieser Mikrogröße. Oh, ihr wisst, ich probiere alles aus. Ja, ihr Lieben, das war's. Und ich sag jetzt mal, Montag kommt der erste Teil des Q&A. Und heute mal ein kleines Demo-Video. Ich wollte einfach nur mal zeigen, was ich